Vielleicht als erstes, ich habe es zur Einleitung gesagt, das ist tatsächlich 2017, sind die ersten Indizien schon aufgebloppt. Es ist vor einem Jahr von der Taz veröffentlicht worden. Wo stehen wir mittlerweile bei den Recherchen um das sogenannte Hannibal-Netzwerk? Ja, also da sind im vergangenen Jahr auch immer noch mal neue Sachen aufgetaucht. Am Anfang war das Interesse nicht sehr groß, leider. Mittlerweile ist es so, dass doch auch größere Medien darüber berichten. Unter anderem gab es jetzt bei Monitor einen Bericht letzte Woche zu dem Thema, wo eben auch die paramilitärischen Trainings nochmal thematisiert wurden, die von UNITAR bzw. von André S. durchgeführt wurden, der aus Halle kommt. Und da gab es dann auch Bilder von diesen paramilitärischen Übungen und auch eine Sprachnachricht von André S., in der er im Grunde sagt, ja, dass es möglich wäre, mit dieser Einheit, die man da versucht aufzubauen, diese dann eben bundesweit einzusetzen. Was so ein bisschen bedeutet, naja, man plant, diese Einheit in Deutschland einzusetzen, was einer schon Schaudern über den Rücken laufen lässt. So. Ja, um genau quasi ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, habt ihr von der Informationsstelle Militarisierung eine Studie veröffentlicht zu genau diesem Hannibal-Komplex. Und wenn man da mal reinschaut, die einzelnen Kapitel behandeln vor allem die verschiedenen Gruppen, wie eine Prepperszelle im Reservistenverband in Mecklenburg-Vorpommern, den sogenannten Einzeltäter Franco A. oder den Verein UNITAR. Wie und wo kommen denn diese einzelnen Gruppen zusammen und ab wann lässt sich denn von einem Netzwerk sprechen? Ja, also ich glaube, man muss auf jeden Fall von einem Netzwerk sprechen, weil diese Fälle eben tatsächlich untereinander alle miteinander verbunden sind. Und zwar maßgeblich eben durch dieses Chatgruppennetzwerk, das von André S. administriert wurde und auch weiteren UNITAR-Mitgliedern und eben dem Verein UNITAR selbst, der eben ja diese paramilitärischen Trainings auch durchgeführt hat. Das ist ganz spannend. Ein Großteil der Administratoren dieser Chatgruppen sind eben UNITAR-Mitglieder oder waren UNITAR-Mitglieder zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und das zeigt dann doch ganz deutlich auf, dass da eben eine zentrale Struktur dahinter steckt und dass dann eben einzelne Gruppen dann eben auch schon besonders weit waren oder sich da verselbstständigt haben, was aber in allen Gruppen eben so war. Also es gab verschiedene Chatgruppen im Norden, im Süden, im Osten und im Westen und in eigentlich all diesen Gruppen war es so, dass man eben Pläne für den Tag X geschmiedet hat, also dass man in diesen Chatgruppen sich ausgetauscht hat über eine schwere Katastrophe oder einen bestimmten Unglücksfall, der eben in dem Fall auch umfasst hat, dass Geflüchtete Deutschland übernehmen könnten, solche rechten Verschwörungstheorien und wie man sich dann in diesem Fall verhalten würde. Und es hat eben auch so weit geführt, dass man sich überlegt hat, ja, wie könnte man sich denn dann selbst verteidigen, dass man Munitionsdepots angelegt hat, Waffenlager, dass man durchaus auch überlegt hat, wie man sich dann eben bewaffnet da verhält. Und das ging eben in einzelnen Gruppen so weit, dass man eben Listen angelegt hat von Menschen, die man dann ermorden wollte, die man einsammeln wollte und an einem bestimmten Punkt ermorden wollte. Dann da ging es hauptsächlich um Menschen, die eben eine sehr geflüchtetenfreundliche Politik betreiben und dafür auch in der Öffentlichkeit stehen. Und die sind dann eben auf solchen Listen gelandet und da war dann der Plan, dass man die eben ermordet. Und dafür wurden sogar schon Leichensäcke, also es wurde geplant, Leichensäcke zu bestellen. Und es gab eben diese Listen und die Waffen und die Munition. Dementsprechend, ja, die Pläne waren schon ziemlich weit. Über genau diese Pläne, von denen du erzählst, und auch über diese Gruppen, die dahinter stecken, wissen wir ja nur Bescheid, weil einzelne Gruppen an der einen oder anderen Stelle irgendwie auffällig geworden sind. Die Frage ist, wie viele Gruppen gibt es, von denen wir noch gar nichts mitbekommen haben? Also wie hoch schätzt du die Dunkelzahl ein von denjenigen, von denen wir nicht mal wissen, dass sie sich auf einen Tag X vorbereiten? Na, also außerhalb dieser UNITAR-Chatgruppenstruktur ist es natürlich ganz schwer zu sagen. Also da ist es mittlerweile schon eine richtig relevante Szene, also ähnlich wie auch die Reichsbürger-Szene. Da gibt es zum Teil auch Überschneidungen. Die haben bisher so ein Schattendasein gefristet und das blüht richtig auf in den letzten paar Jahren. Und es lässt sich im Grunde kaum sagen, wie groß diese Szene ist, auch weil sie sehr unübersichtlich ist, weil die Prepper-Szene an sich ja nicht ausschließlich aus Neonazis besteht. Also diese Prepper, die sich eben auf solche Katastrophenfälle vorbereiten oder auf einen Weltuntergang im Grunde, sondern das ist ja eine sehr heterogene Szene, wo nicht alles Neonazis sind und dementsprechend ist es da auch ganz schwer, die Grenzen auszumachen. Aber bei den Chatgruppen, um die es jetzt eben beim Hannibal-Komplex bei UNITAR geht,
Das sind eben ganz klar auch Chatgruppen, wo auf jeden Fall rechte Inhalte auch ausgetauscht wurden, wo eben auch solche Pläne geschmiedet wurden. Du hast jetzt gerade gesagt, dass die meisten Gruppen irgendwie im Schatten agieren. Auch der Begriff Schattenarmee ist relativ früh schon aufgekommen. Dabei sind es mittlerweile nicht nur Armee und Spezialeinheiten. Inzwischen sind auch rechte Gruppierungen in der Polizei, vor allem beim SEK, aufgefallen. So wurden mehrere Mitglieder des SEK in Mecklenburg-Vorpommern suspendiert. Es laufen auch Disziplinarverfahren. Wo lassen sich denn hier Verbindungen zu den bereits vorhandenen Gruppen finden? Ja, also gerade diese SEK-Polizisten, um die es da geht, unter anderem Marco G., der als Administrator eines dieser Chats fungiert hat, nämlich der Chatgruppe Nordkreuz, die gehören eben in dieses Netzwerk eben auch ziemlich direkt rein und sind ein relativ wichtiger Bestandteil davon. Marco G. war selbst auch UNITA-Mitglied oder ist es immer noch. Und er sitzt jetzt in Untersuchungshaft, weil bei ihm im Garten praktisch ein Munitionsdepot gefunden wurde mit Zehntausenden Schuss Munition, mit einer Uzi und mit verschiedenen anderen Waffen. Und auch er gehört eben zu dieser Nordkreuz-Gruppe, die diese ziemlich konkreten Tag-X-Pläne hatte. Und das ist natürlich ziemlich besonders beunruhigend, wenn man eben dann merkt, dass eben ja auch in der Polizei da zahlreiche Leute dabei sind, die dann eben solche Pläne für den Tag-X schmieden. Also ein anderer Polizist, Heik J., auch aus Mecklenburg-Vorpommern, hat seinen Dienstcomputer dazu verwendet, um die Meldedaten oder weitere Daten von politischen Gegnerinnen und Gegnern auszuspionieren. Und dass eben der Staat da auch ganz stark drin verstrickt ist, das macht das Ganze nochmal viel gruseliger. Gruselig ist es tatsächlich. Nicht nur das, was bekannt ist, sondern dass es ja bereits über ein Jahr her ist, dass die Recherche zu Hannibal von der Taz veröffentlicht wurde. Dennoch scheint es... Ja, es gibt Berichte mittlerweile, aber mir fehlt der Aufschrei irgendwie, der große Aufschrei und das wirkliche sich Gedanken machen. Warum gab es den bisher nicht und was hat sich vielleicht auch im vergangenen Jahr in der Art und Weise, wie das in der Öffentlichkeit behandelt wurde, verändert? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zum einen ist es so, dass es für viele Leute auch schlicht zu kompliziert ist, um das zu umreißen, weil es doch tatsächlich sehr verworren ist, die verschiedenen Zusammenhänge zwischen den Gruppen. Zum anderen ist es so, dass offensichtlich von staatlicher oder von Regierungsseite kein großer Aufklärungswille da ist. Also am Anfang war es so, dass immer noch von Seiten der Bundesregierung einfach das Thema komplett geleugnet wurde. Also es wurde und wird auch bis heute immer wieder gesagt, es gibt kein rechtes Netzwerk in den Sicherheitsbehörden. Man hat sich diese einzelnen Komplexe, derer hat man sich schon angenommen. Aber man ist dann eben nicht den Schritt weitergegangen, diese Netzwerkstrukturen dahinter sich mal anzuschauen. Und man hat die... So schien es mir eigentlich ziemlich aktiv im Verborgenen gehalten. Also es ist ja auch ein Phänomen, was man bei anderen rechten Terrorgruppen öfter beobachten kann, dass der Staat eigentlich immer von Einzeltätern ausgeht. Und das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es so, dass es für eine Regierung natürlich für die Umfragewerte schlecht ist, wenn sowas während dieser Regierungszeit rauskommt vollumfänglich. Zum anderen ist es so, dass verschiedene Geheimdienste oder Polizeien auch ihre V-Leute und verdeckten ErmittlerInnen schützen wollen und dementsprechend dann eben nur ein bestimmter Teil dieser Leute dann eben auch vor Gericht landen soll. Und das kann natürlich ganz verschiedene Gründe haben, aber offensichtlich ist es so, dass eben viele Leute, die beim Staat angestellt sind, Soldaten, Polizisten etc., dass die eben auch in dieses Netzwerk verstrickt sind und dementsprechend scheint es da kein großes Aufklärungsinteresse zu geben, auch seitens der Bundesregierung oder auch der Landesregierungen. Und dementsprechend läuft das eben alles nach wie vor sehr langsam ab. Und die Aufklärung geht größtenteils eben von verschiedenen Journalistinnen und Journalisten aus, unter anderem von der Taz, aber mittlerweile gibt es auch noch deutlich mehr, die sich damit beschäftigen und eben kaum auch von Seiten des Staates. Dieser, ich sag mal, etwas merkwürdige Umgang des Staates mit dem Ganzen. Es gibt teilweise eine Verweigerung, überhaupt ein Netzwerk anzuerkennen. Teilweise gibt es so einzelne Verfahren gegen immer diese Einzeltheorie. Die Frage ist, warum dieses Vorgehen? Ist das MAD, ist er mittlerweile unterwandert? War er schon immer auf dem rechten Auge blind? Oder auch doch eher die Theorie, dass es ein Honeypot ist, also eine Falle des Verfassungsschutzes, um Rechte anzulocken? Wir erinnern uns, das hat beim NSU ja schon so gut geklappt. Was ist deine Theorie oder was denkst du, warum dieser Umgang mit der ganzen Geschichte? Ja, letztendlich weiß ich es nicht. Insofern kann ich da auch nur Mutmaßungen anstellen. Wie gesagt, so die eine Möglichkeit ist eben,
dass da an sich einfach kein großes Interesse da ist. Das war so das, was ich eben etwa meinte. Eine andere Möglichkeit wäre eben genau so ein Honeypot, was durchaus eine geheimdienstliche Methode ist, die öfter mal angewendet wird. Also sprich ein Honigtopf. Man nutzt diesen Honigtopf metaphorisch gesprochen, um eben Bienen anzulocken. Und die Bienen stehen dafür, in dem Fall zum Beispiel militante Neonazis. Und die versucht man anzulocken, indem man eben eine Struktur selbst mit aufbaut, mit den eigenen Leuten oder mit V-Leuten und da dann eben möglichst viele Leute aus der Zielgruppe eintreten lässt. Und dann geht man davon aus, man hätte das dann ja im Blick. Und dadurch hätte man das praktisch entschärft oder hätte man das zumindest unter Kontrolle. Aber ja, gerade auch der NSU hat ja bewiesen, dass man da nichts unter Kontrolle hatte offensichtlich, sondern dass man dann letztendlich den rechten Terroristen beim Morden zuschaut von staatlicher Seite, was das Ganze ja auch nur noch viel schlimmer macht letztendlich. Eine andere Möglichkeit, die immer wieder auch genannt wird, ist die Möglichkeit, dass es sich um eine sogenannte Stay-Behind-Struktur handelt. Sowas gab es im Kalten Krieg auf Seiten der BRD häufiger, dass man militante Neonazis organisiert und gefördert und mit Waffen ausgestattet hat und dann praktisch vorhatte, sollte die Sowjetunion angreifen, dass man die dann praktisch hinter den feindlichen Linien zurücklässt, unerkannt als Zivilisten und die sich dann bewaffnen und dann eben hinter den Linien kämpfen sollen, um ihr Vaterland zu verteidigen. Also deswegen hat man eben auch ganz verstärkt auf Nazis zurückgegriffen. Und diese Strukturen wurden in den 90ern offiziell dann alle auch aufgelöst mit dem Ende des Kalten Krieges. Aber es gibt eben Leute, die sagen, es könnte sein, dass UNITA so eine Struktur ist, die jetzt eben wieder neu aufgebaut werden soll, wo man eben auch sich besonders schlagkräftige Leute raussucht, also ganz viele Spezialkräfte von Armee und von der Polizei. Und dass man da sich Leute eben aussucht, die bereit wären, sowas zu machen und für die dann eben so eine Struktur aufbaut, um so einen Verein wie UNITA. Wäre durchaus auch denkbar, aber es ist natürlich, es gibt jetzt wenig Hinweise konkret drauf, außer eben, dass der Staat offensichtlich kein großes Aufklärungsinteresse hat und dass sich das zum Teil sehr ähnelt damit, wie diese Strukturen damals aufgebaut waren. Aber jetzt einen konkreten Hinweis gibt es bisher nicht, dass es so ist. Wenn der Staat wenig Interesse hat, das aufzuklären, so scheint es tatsächlich an Journalistinnen und Journalisten hängen zu bleiben, die mittlerweile ja einiges an Aufarbeitung gemacht habt, auch von euch, von der Informationsstelle Militarisierung und natürlich dein morgiger Vortrag. Morgen Abend kommst du nach Halle. Ausgerechnet nach Halle, denn unsere Stadt hat ja auch Verbindung zum Hannibal-Netzwerk, leider, nämlich durch André S., der gebürtige Hallenser ist, der den UNITA-Verein hier gegründet hat. Wie wurde das denn überhaupt aufgearbeitet in deiner Sicht? Ist das überhaupt schon Thema gewesen? André S. selbst ist natürlich ein großes Thema. Er ist letztendlich namensgebend für den Vortrag und für diesen ganzen Komplex, weil er eben unter dem Decknamen Hannibal diese Chatgruppen geleitet hat. Dementsprechend, der Hannibal-Komplex bedeutet letztendlich André S.-Komplex. Und André S. ist selbst gebürtiger Hallenser. Es ist relativ wenig leider bisher auch bekannt über seine Zeit, die er in Halle selbst verbracht hat. Es gibt einige Hinweise darauf, dass er auch schon damals eine rechte Einstellung eher hatte. Er hat in einem Verhör auch ausgesagt, dass er Teil einer Jugendgang war in Halle, wobei bisher offen ist, was das für eine Gang wohl war. Und ja, der Verein UNITA wurde ursprünglich auch in Halle tatsächlich gegründet. Und es ist so, dass mittlerweile André S. nicht mehr in Halle unterwegs ist, sondern hauptsächlich in der Schweiz momentan, während er zwischendrin in Nordrhein-Westfalen war und in seiner Zeit beim Kommando Spezialkräfte war er in Sindelfingen, in Baden-Württemberg, in Süddeutschland. Aber da dürfte es natürlich sicherlich noch Verbindungen geben Richtung Halle. Es gibt auch noch weitere Personen aus der Umgebung von Halle, die zum Hannibal-Komplex gehören und die ja eben auch dort in der Gegend unterwegs sind. Das ist zum Beispiel Maximilian T. Ihm wird vorgeworfen, dass er eben Komplize von Franco A. war, der einen Anschlag unter falscher Flagge als gefakter Geflüchteter sozusagen begehen wollte. Und Maximilian T. wird vorgeworfen, dass er ihm geholfen hat. Und Maximilian T. ist gerade in der Nähe von Magdeburg unterwegs und arbeitet da weiter für die Bundeswehr im Gefechtsübungszentrum. Und auch seine Schwester Sophia T., die mit Franco A. zusammen ist, die kommt auch aus dieser Gegend, wohnt auch mittlerweile wohl in Frankfurt.
Aber es ist so, dass man durchaus ja in Halle und Umgebung Protagonisten dieses Netzwerks auch mal über den Weg laufen könnte und das vielleicht dann auch gar nicht weiß, weil diese Leute nicht ganz offensichtlich dem Neonazi-Klischee jetzt entsprechen optisch. Da sprichst du genau das an, was jetzt, ich sag mal, in den letzten Wochen so ein bisschen auf den Tisch kam, nämlich, dass Maximilian Tischer Unterstützer ist und beziehungsweise angeklagt, vermutet wird, dass er mit Komplize von Franco A. gewesen ist. Und er ist nicht nur im Raum Halle-Magdeburg aktiv, er ist auch bei den Identitären aktiv und bei der Jungen Alternative in Sachsen-Anhalt. Er ist dann nämlich vor kurzem reingewählt worden. Und das bringt mich zu der Frage, wie steht es denn um die Verbindungen des Hannibal-Netzwerks zur AfD und zu diesen sogenannten neurechten Gruppen? Ja, also gerade zur AfD gibt es sehr enge Verbindungen. Also vor kurzem wurde im Bundestag mal gesagt, die AfD ist der verlängerte Arm des Rechtsterrorismus. Hat der AfD natürlich gar nicht geschmeckt, aber letztendlich würde ich das genauso auch unterschreiben. Das stimmt so leider, weil tatsächlich es zahlreiche Verbindungen dieses Netzwerks zur AfD gibt. Also zunächst ist es mal so, dass die AfD natürlich den Boden bereitet, dass Leute überhaupt auf die Idee kommen, solche Pläne zu schmieden, solche Waffen zu horten. Die schüren letztendlich auch die Angst der Menschen, die dann dazu führt, dass sie eben überhaupt so weit gehen. Dann ist aber auch so, dass es zahlreiche personelle Überschneidungen auch gibt. Also da ist zum Beispiel eben gerade Maximilian T. zu nennen. Maximilian T. ist nicht nur in der Jungen Alternative sehr aktiv, sondern wurde auch von einem Bundestagsabgeordneten, nämlich Jan Nolte, als Mitarbeiter eingestellt und hat so dann über längere Zeit im Bundestag gearbeitet. Damals lief eben noch dieses Terrorverfahren gegen ihn, was unter unerfindlichen Gründen eingestellt wurde, weil er da eben doch eine ziemlich zentrale Position hat in dem ganzen Komplex. Und da ist natürlich schon, also das bedeutet natürlich was, wenn die AfD dann sagt, okay, solche Leute stellen wir bei uns als Mitarbeiter ein. Das ist natürlich auch ein Statement in die militante rechte Szene, dass man durchaus bereit ist, über sowas hinwegzusehen auch, oder dass man das sogar vielleicht insgeheim gutheißt oder fördern möchte. Und so wie Maximilian T. gibt es eben noch zahlreiche andere, zum Beispiel eben der vorher angesprochene Polizist Heik J. aus Mecklenburg-Vorpommern, der eben seinen Dienstcomputer genutzt hat, um Meldedaten auszuspionieren von Linken. Er arbeitet, nachdem er jetzt bei der Polizei entlassen wurde wegen diesen Vorfällen, mittlerweile arbeitet er bei der AfD im Arbeitskreis Innere Sicherheit. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also auch hier wieder jemand, gegen den eigentlich gerade ein Terrorverfahren läuft, der für die AfD dann im Arbeitskreis Innere Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern sitzt. Also na, da fragt man sich natürlich auch, welche innere Sicherheit ist es, was die AfD da will, wenn sie da irgendwelchen rechten Terroristen reinwählt. Und so gibt es eben noch zahlreiche weitere Verbindungen, wo dann Leute aus dem Hannibal-Komplex für die AfD aktiv sind oder Bekanntschaften haben mit führenden AfDlern auch zum Teil.